So, willkommen bei einer neuen Folge Trains in World 5. Wir fahren heute einen Intercity, den Intercity 9999 nach Koblenz Hauptbahnhof. Beziehungsweise fahren wir nicht nach Koblenz, könnte man ja meinen, Mainz-Koblenz. Nee, wir fahren auf der Strecke Köln-Aachen mit der Baureihe 103. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich würde sagen, wir starten direkt mal rein. Es ist ein Special Intercity. Und ich stelle hier mal auf Vorwärts und entriegel die Türen. Welche Seite müssen wir denn? Rechts, okay. Wir können ja direkt mal auch gucken. Der kommt aus Mönchengladbach. Hält dreimal in Aachen Hauptbahnhof. Mhm. Wir halten in Düren und dann kommt zweimal Köln Hauptbahnhof. Ja, weiß nicht genau, warum das jetzt hier so steht. Aber auf jeden Fall mit Zwischenhalt in Düren fahren wir nach Köln. Diesen Retro-Intercity-Dienst. Und ich bin hier tatsächlich in einem Fahrplan aus der Community unterwegs. Also es gab hier einen wunderbaren für PC zum Download einen wunderbaren Fahrplan von der Community, von einer Person aus der Community. Ich verlinke das unten in der Videobeschreibung, wenn ihr euch den Fahrplan auch runterladen wollt. Für PC, wie gesagt, geht das nur, nicht für die Konsolen leider. Und hier ist unter anderem dieser wunderschöne Sonderzug mit dabei, aber auch vieles andere. Da werden wir auf der Strecke einfach mal gucken, was da uns so entgegenkommt. Ich habe da auch noch so ein, zwei, drei, vier Ideen sogar. Da gibt es einfach viel verschiedene Sachen, die wir spielen könnten. Kann ich auch gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen, aber ihr seht, hier ist schon einiges unterwegs. RE18, RE9, RB33. Hier haben wir jetzt den IC. Hier drüben fährt noch der RE4 jeweils. RB20 nach Stolberg-Rathaus, auch sehr interessant. Den könnten wir auch wirklich mal fahren. ICEs, gut, das kennen wir natürlich schon aus dem Originalfahrplan. Aber auch hier hinten, seht ihr, steht überall irgendwas auf den Displays, auch auf Gleis 1. Und so weiter. Also da ist entlang der Strecke ein bisschen mehr und mehr los. Das ist jetzt kein offizieller Fahrplan von Dovetail Games, habe ich ja gerade schon gesagt. Ist einer von der Community. Und der bietet auf jeden Fall was. Also es ist ja auch von Dovetail Games einer angekündigt, der dann auch für Konsolen kommen wird. Da bin ich mal gespannt, was der dann zu bieten hat. Aber wir versuchen uns jetzt mal an diesem Fahrplan aus der Community. Und ich glaube, der ist vielversprechend. So, ich muss hier nochmal den Rest... Bremsschlüssel ist schon an. Vorbereiten. Wir brauchen nämlich noch Instrumentenbeleuchtung, hätte ich gerne. Heizung. Schlusslicht brauchen wir nicht. Wir brauchen eigentlich Spitzensignale. Also jetzt machen wir erstmal PZB und SIFA an. LZB sogar auch. Können wir hier benutzen. Jetzt ist die Frage, wo machen wir unsere Lichter vorne an? Also das hier schraube ich mal kurz hoch. Wir müssen nämlich dann auch gleich schon los. Instrumentenbeleuchtung brauchen wir eigentlich tagsüber ja nicht, aber ich drehe das immer gerne hoch. Gefällt mir irgendwie. So, wo machen wir jetzt die Spitzensignale an? Ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. Hier ist es auf jeden Fall nicht. Fahrmotor, Lüfter, Luftkompressor, Leuchtmelder, Test, Heizung. Tja, ist die... Huch. Ziel erfüllt. Ja, wir starten gleich. Ist die nicht hier oben? Signallicht. Schlussleuchte. Führerraumleuchte. Tja, ich weiß leider nicht, wie wir die Lichter vorne ankriegen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ah, hier. Na, gucke. Moment. Na, hier. Nein. Ach komm, dann stehe ich halt kurz auf. Wo ist jetzt meine Maus? Hier. So, Spitzensignale normal. Okay. Ah, Haupt... So, jetzt. Ich habe mich schon gewundert, warum man die Instrumentenbeleuchtung so schlecht sieht. Also, jetzt sind wir bereit. Türen verriegeln. Jetzt kann es auch endlich losgehen gleich. Ah, hier ist offensichtlich noch ein Regio eingefahren. Aber da fahren wir jetzt schön voraus, sobald die Türen... Ach, ich muss nochmal entriegeln, hä? So, jetzt aber verriegeln. Okay, merkwürdig, egal. Kann natürlich hier leichte Bugs haben. Es ist, wie gesagt, ein Fahrplan aus der Community, nicht von Dovetail Games. Und ich finde das immer, also höchsten Respekt. Wir sind ja auch jetzt schon auf einem Beta-Fahrplan aus der Community für Hagen-Wuppertal gefahren. Wir haben Version 2 des Fahrplans Bremen-Oldenburg in der Moderne ausprobiert mit dem ICET und jetzt fahren wir hier eben mit diesem Sonder-Intercity
Von Aachen nach Köln. So, der dreht schon mal direkt hier hoch. Der Lüfter. Und auch mit diesem Fahrplan, finde ich, wird eine ältere Strecke wieder ein bisschen belebter. Die hat zwar auch an sich ja durch die neue Reisenerweiterung und so auch einen guten Fahrplan bekommen, aber das hier ist wirklich nochmal ein Ticken besser. Also ich habe schon ein bisschen ausprobiert und der gefällt mir wirklich sehr gut, dieser Fahrplan hier. Ich check mal ganz kurz hier. Oh. Ja, soviel zum Thema. Ich check mal kurz die Außenansicht. Die Gefahr besteht natürlich dabei immer, dass man dann irgendeine Zwangsbremsung verursacht. So auch hier. Dann, ja, machen wir das Ganze nochmal. Hallo. Lösen. Und los. So. Jetzt kriegen wir wieder. Zumindest kriegen wir Leistung aufgeschalten. Yes. Sieht gut aus. Wir können wieder Tempo machen. Zu viel Außenansicht auf einmal wohl. Was ich mich frage, LZB, wie soll denn das funktionieren? Wir haben doch gar keine AFB. Oder doch? Wir werden sehen. Wir konnten sie auf jeden Fall aktivieren, die LZB. Und wir werden ja nachher sicher auch ein Stückchen LZB-Strecke fahren. Ich bin sehr gespannt. Habe ich jetzt noch nie gemacht mit der Baureihe 103 und Trains in World. Sag mal, sind die Lichter wirklich so dunkel? Das ist ja der Wahnsinn. Sieht aus, als ob sie aus wären. Na, guck, da kommt uns schon eine interessante Baureihe entgegen. Sehr schön. Das wäre zum Beispiel jetzt im Originalfahrplan schon nicht möglich gewesen. So, jetzt müssen wir ein bisschen rollen. Wir sind schon einen Tick zu schnell. Ich würde gerne nochmal kurz gucken. Spitzensignale reduziert. Geht nur normal oder reduziert? Also die kriege ich nicht heller. Hilfssteuerung, okay. Und ansonsten passt das, glaube ich, alles. So, jetzt dürfen wir 100. Dann gebe ich hier doch nochmal Stoff. Aber hier stehen doch auch so Zahlen. Das sieht so AFB-ig aus. Naja. So. Sehr schön. Dann geht's ab in Richtung Langer Wehe. Da werden wir nur drüber fahren. Wie gesagt, wir fahren ja nach Düren. Und dann nach Köln. So, Aachen-Rote Erde. Da fahren wir auch natürlich durch. Ach, zu schnell. Zu schnell, zu viel aufgeschalten. Es kommt zwar gleich die 120, aber ich nehme nochmal Leistung raus. Genau, die Abstellung ist jetzt hier leer. Die ist im Originalfahrplan mit Dekorationszügen sozusagen ein bisschen vollgestellt. Aber es ist ja auch realistisch, weil jetzt tagsüber um 15.32 Uhr sind natürlich alle Regios unterwegs und stehen nicht hier in der Abstellung. Deswegen hier nicht so viel los. Aber wenn man hier zu anderen Tageszeiten fährt, dann ist hier schon ein bisschen was abgestellt. Also so ist es nicht, dass da das den ganzen Tag leer ist. So. Gehen wir nochmal runter, bevor gleich die 140 kommt. Dann können wir wieder hoch, weil jetzt die 140 kommt. Und dann machen wir hier ein bisschen Tempo. Mit diesem wunderschönen Retro Intercity. Fällt mir richtig gut. So. Das sieht doch mal gut nach 140 aus. Deswegen gehen wir runter auf die Null. Hier durch Eschweiler durch. Ich meine, in Eschweiler hat man jetzt natürlich dann auch entsprechende Zwischenhalte. Ihr seht es, auf den Displays steht was geschrieben.
Durch die ganzen Regionalbahnen nach Stolberg ist das hier tatsächlich dann auch endlich ein benutzter Zwischenhalt, der nicht nur in Szenarien benutzt wird, sondern eben dann auch im Fahrplan. Ich glaube, da werde ich auch noch eine Fahrt machen mit dem Dieselregio von Aachen nach Stolberg. Wir können ja zumindest bis zum Hauptbahnhof fahren von Stolberg. Das ist möglich tatsächlich. So, ich gebe noch mal ein bisschen Stoff. Wir verlieren nämlich schon wieder an Tempo und ich glaube, es lohnt sich noch mal Gas zu geben vor den 120. So, hier kommt uns der nächste Hamster entgegen, wenn ich es richtig sehe. Und es fängt an zu regnen. Wunderbar. So, wir sind zu schnell, viel zu schnell. Stelle ich die Bremse direkt mal auf Minimum. Wir müssen ja sowieso dann langsam aber sicher auf 120 runter. Und den Scheibenwischer werde ich auch gleich noch aktivieren. Erstmal nur auf der rechten Seite. Sehe jetzt keinen Sinn, den noch links anzumachen. Aber vielleicht ein bisschen schneller. Machen wir mal so 60% grob. So. Achso, nee, Quatsch. Wir wollen ja auf 120 runter. Machen wir. Hier kurz vor Stolberg. Nee, ein bisschen geht noch, komm. Und lösen. So, mal gucken, was in Stolberg für Betrieb ist. Ich bin gespannt. Im Bahnhof selbst steht erstmal niemand, wie es aussieht. Aber rechts ein paar Güterwagen, ein paar Containerwagen und andere Güterwagen abgestellt. Ich lasse hier weiter ausrollen auf die 110, die hier vorne zu fahren sind. In 400 Metern. Mal gucken, ob ich noch nachhelfen muss, aber... Ah, komm, machen wir nochmal auf Minimum. Damit wir hier auch wirklich rechtsmäßig 110 fahren, kann ich schon wieder lösen. So. Und dann wird es erstmal ein bisschen kurviger. In 3,1 Kilometern können wir dann auf die 160 hoch und dann sind wir, glaube ich, auch schon gar nicht mehr so weit von Düren entfernt. Wenn ich das richtig im Sinn habe. Ich glaube, hier in der Kurve möchte ich mal ein schönes Bildchen machen. So, hier ungefähr. Das könnte ein schickes Bild sein. Es ist ein bisschen dunkel irgendwie. Vielleicht von der Seite hier eher. So. Ziemlich nah vom Sichtfeld. Ja, sowas in die Richtung habe ich mir vorgestellt. Mal ein bisschen mehr Schärfentiefe. Mal ein bisschen, so. Und dann... Gut, hier könnte man sogar weniger Sättigung machen. Ich meine, Schwarz-Weiß ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja, wobei, wir sind ja nicht in der Vergangenheit unterwegs. Wir fahren ja in der heutigen Zeit. Also der Timetable ist, glaube ich, 2023 stand dran. Fahren wir ja einen Sonderzug, also möchte ich da jetzt nicht so krasse Vintage-Vibes aufkommen lassen. Also Vintage-Vibes schon, aber ich will jetzt kein Foto machen im Stil eines 70er-Jahre-Fotos. So, das ist erstmal okay. Fürs Erste. So. Und da ist der Regen schon wieder weg. Okay, ich muss ihn also wirklich so perfekt in der Parkposition zum Halten bringen. So, da fahren wir einmal durch. Das müsste jetzt Eschweiler, glaube ich, sein. Wenn mich nicht alles täuscht.
Das müsste Eschweiler sein und dann fahren wir auch bald durch Langerwehe. Die Strecke kenne ich dann doch noch ziemlich gut, auch von den Bezeichnungen her. Nur aus Trains and World, also in der Realität war ich da auch noch nie unterwegs. Aber die bin ich natürlich rauf und runter gefahren, als sie damals für Trains and World 2 rauskam. Deswegen sind mir da noch die ein oder anderen Ortsnamen geläufig. So, gleich können wir auf die 160 gehen. Ich stelle schon mal den Fahrstufenschalter hoch. Denn jetzt ist es soweit und wir dürfen 160 für eine ganze Weile jetzt, bis Düren eigentlich, wenn ich das so im Kopf habe, wie es ist. So. Können wir ein bisschen mehr Tempo machen. Das sieht sehr schön aus, wie sich dieser Retro-ICE hier auf Köln-Aachen und durchschlängelt. So. Und dann haben wir auch gleich unser gewünschtes Tempo wieder erreicht. Deswegen schalte ich schon mal wieder ab. Und wir gehen mit hohem Tempo in Richtung Langerwehe. So, der Lüfter lässt auch ein bisschen nach. Ja, das macht schon Spaß. Also gucken wir uns das nochmal an. Ich glaube, dass gerade so Fahrpläne aus der Community, die haben ordentlich Potenzial. Denn da brauchst du jetzt nicht irgendwie... Ja, da musst du jetzt keine neue Strecke bauen und sowas. Also ich glaube auch die neuen Strecken, die Community sich so ausdenkt. Warum musste ich hier kein Wachsam bestätigen? Ich bremse trotzdem mal. Jetzt bin ich ein bisschen raus aus dem Konzept, weil hier kein PZB Wachsam kam. In diesem gelben Signal. Vielleicht war es aber auch gar kein Signal mit Magnet. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Habe ich nicht aufgepasst. Aber das müsste jetzt eins sein. Einen Moment, ich erzähle gleich weiter, was ich sagen wollte. Das ist aber grün und nicht gelb. Achso, das ist auch nicht das, was im HUD angezeigt wird, okay. So, jetzt müsste ein Magnet, genau, aktiviert werden. Und deswegen bremsen wir runter. Und was auch immer vor uns ist, scheint sich sowieso auch schon wieder fortbewegt zu haben. So, komm, jetzt gehen wir unter die 85, bevor wir hier eine Zwangse kriegen. Danke. So. Ja, ich setze gleich nochmal neu an mit dem Thema, das ich gerade ansprechen wollte. Ich will mich gerade nur konzentrieren. Wir dürfen uns wieder befreien. Wunderbar. Hier sehen wir auch einen wunderschönen KI-Zug stehen. Ich denke, der ist nicht wirklich fahrbar, denn das geht hier aus der Map raus direkt. Aber immerhin ist er da. So, und wir können wieder ein bisschen aufschalten. So, genau, ich wollte sagen, ja, also die Strecken, die die Community baut, sind sicher auch sehr vielversprechend, denke ich mal, die ein oder andere. Aber gerade so Fahrpläne, die können halt einfach bestehende Strecken so krass aufwerten, auch wenn es immer noch nicht der hundertprozentig originale Fahrplan dann ist, aber wenn da einfach so besondere Sachen passieren, dieser Special-Zugdienst hier, es ist einfach viel KI-Verkehr, dann ist es schon mal grundsätzlich einfach, macht es nochmal einen Ticken mehr Spaß als mit dem Originalfahrplan. Gerade bei so alten Strecken, wo der Originalfahrplan auch nicht 100% treffend ist. Wir dürfen jetzt wieder, Signal ist grün. Ja, genau, also gerade wo der Dings nicht zu 100% treffend ist.
Jetzt habe ich mich wieder im Kopf verknotet. Aber ja, unterm Strich wollte ich sagen, genau, ich kann mir vorstellen, dass so Fahrpläne aus der Community einfach sehr aufwertend für Strecken wirken können. Dass das eine schöne Sache ist, dass das möglich ist, zumindest für Spieler am PC. So, wieder ein rotes Signal in 2 Kilometern. Dann schalte ich mal Leistung wieder runter. Ah, es ist grün. Dann schalte ich mal Leistung wieder hoch. Und dann haben wir auch gleich demnächst unseren Zwischenhalt Düren erreicht. Wunderbar. Könnte ich mir stundenlang angucken. So. 160, da sind wir. Dann mache ich mal wieder Leistung runter. Das sieht so aus, als ob wir dann ganz gut bis nach Düren noch vollends vorankommen. Und da kommt uns wieder mal ein Hamster entgegen. Also es ist auch hier im normalen Fahrplan ordentlich was los. Das muss man auf jeden Fall sagen. So, ich bin sehr gespannt auf die LZB nachher, inwiefern die hier funktioniert. Mit der Baureihe 103, das habe ich nämlich bisher, wie gesagt, noch nicht ausprobiert. Auf jeden Fall steht jetzt aber erstmal die Einfahrt nach Düren an. Dazu müssen wir jetzt hier schon mal ein bisschen bremsen. Hier kommt nämlich ein Magnet, der wieder nicht bestätigt werden muss, merkwürdigerweise. Normal muss doch ein gelbes Signal mit Magnet immer eine 1000er Beeinflussung geben. Aber er hat uns jetzt hier schon LZB aktiviert. Aber wie gesagt, weiß noch nicht so ganz, wie es funktionieren soll ohne AFB. Naja, egal. Wir rollen erstmal in Richtung Düren. Hier müssen wir jetzt aber bitte bestätigen. Auch nicht. Warum löst denn der PZB-Magnet nicht aus? So was Merkwürdiges. Gut, dann fahren wir hier einmal durch dieses dreieckige Gestell. Und bremsen tatsächlich mal langsam diesem roten Signal entgegen. Mal schauen, ob es noch umspringt vorher. Das war ein sehr lauter Piepston. Ja, okay, ich wollte gar nicht so früh zum Stehen kommen, aber ich habe die Bremse ein bisschen zu stark angezogen. Egal, dann warten wir hier, bis es grün wird. Ich entwurschtel mal kurz meine Füße hier, bevor die einschlafen. So, wunderbar. So, und dann warten wir einfach mal ab, bis wir hier grün haben. Es steht wahrscheinlich noch, ja genau, da fährt gerade erst ein anderer Zug ein an unserem Bahnsteig. Hier ist auch nochmal eine Strecke, die hier abweicht. Ich weiß nicht, ob da. Hier ist auch nämlich irgendein Zug nach Eschweiler West, RB20. Ich stelle das hier schon mal wieder auf Minimum. Und da haben wir gelb. Also würde ich sagen, Pagamos und fahren bis nach Düren vollends. So.
Da würde ich jetzt pauschal mal nur auf die 80 gehen. Denke, das sollte gut reichen. 80 km/h. 13, 14, 15. Jetzt können wir ein bisschen mehr schalten hier. So. Auch den müssen wir nicht mit wachsam bestätigen. Was ist denn hier los? Ach so, weil wir in der LZB sind. Ach so. Natürlich, wir haben ja LZB gerade. Aber ich verstehe gerade nicht, wie die funktioniert ohne AFB. Wisst ihr, wie ich meine? Oder drehe ich da einfach das Rad komplett auf und der Zug steuert dann einfach so selber, weil er jetzt weiß, dass er ein LZB ist? Na egal, ich stelle mal auf 0. Das ist der Regio nach Eschweiler. Oh, da steht irgendwas ganz anderes drauf. Naja, wir steigen hier auf jeden Fall rechts aus. Ich verstehe gar nicht, warum diese Markierungen jetzt schon wieder an sind. Die habe ich letztens erst abgeschaltet. Egal. Soll uns nicht weiter kümmern. Warum bremst denn der jetzt so schlecht? Oh, dann werden wir einen Ticken drüber schießen. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Aber es ist nur eine Tür. Es ist zum Glück nur eine Tür. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Während die Leute hier aussteigen. Was hier denn für ein Karren steht. Nicht einsteigen. Der fährt dann nach Eschweiler West. Und dann haben wir hier noch ein RB21 nach Untermaubach-Schlag. Okay, Schlagstei steht dann hier auf dem Display. Passt wohl beides mal nicht drauf. RB21 und RB28 fahren hier weg. Was mich jetzt natürlich interessieren würde, wie sieht es auf der anderen Seite von Düren aus? Ist hier auch irgendwas? Ja, hier steht tatsächlich auch eine Baureihe, die nach Linnich abfährt. Das wird vermutlich alles so seine Richtigkeit haben, denke ich mal. So, wir sollen die Türen schon wieder verriegeln. Das machen wir natürlich auch dann. Lösen die Bremsen. Na, Türen. So, sind jetzt zu. Und dann geht's los nach Köln. Also erstmal fahren wir noch über Horrem, aber da halten wir natürlich nicht. So, LZB. Ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Also ich kann mir kaum vorstellen, wenn ich jetzt hier groß aufdrehe, nee, dann haut es uns den Hauptschalter raus. Ziemlich sicher. Das lasse ich mal lieber. Wobei er hat hier V-Soll 100 drin. Also ich werde jetzt einfach mal das Ganze hier so lang beschleunigen und gucken, wie es funktioniert. Ich meine, letztendlich kann das Ding ja 200 fahren. Wir werden es mal versuchen. Inwiefern das hier AFB ist oder auch nicht. So, hier kommt uns noch eine. Ja, was ist es? Mir fällt der Name der Baureihe gerade nicht ein. Aber kommt hier ordentlich reingeschossen. 204, Baureihe 204. Kommt hier gerade ordentlich reingeschossen. So. Würde ich sagen, schalten wir hier mal ordentlich hoch. Und begeben uns vollends in Richtung Köln. So, und ich bin jetzt sehr gespannt, ob wir bei 100 km/h dann einfach, ja. Ah ne, wir dürfen ja 200 schon. Ich beschleunige jetzt einfach mal weiter. Ich weiß es nicht. Inwiefern jetzt die LZB aktiv ist oder auch nicht. Keine Ahnung. Jetzt müssen wir aber auch erstmal auf 200 kommen. Das wird ja bestimmt auch seine Zeit dauern. Sehr schön, dieser Zug. Macht Spaß bisher, die Fahrt, muss ich sagen.
Und ein paar KI-Züge, vor allem Dieselzüge, haben wir ja schon gesehen. Zwei Hamster sind uns schon entgegengekommen. Wir hatten sogar einmal schon kurz Regenwetter zwischendurch, das sich wieder aufgelöst hat. Alles in allem eine gute, entspannte Fahrt hier bisher. Mit der Baureihe 103 auf Köln-Aachen. So, jetzt dürfen wir gleich sogar 250. Das kriegen wir natürlich mit der Baureihe theoretisch. Also vielleicht kriegt sie es hin, aber Vmax ist zumindest 200 hier offiziell. Da kommt uns eine S-Bahn entgegen. Ich denke, jetzt wird der KI-Verkehr auch ein bisschen mehr, je mehr wir nach Köln kommen. Weniger Dieselzüge, mehr Zeug, das uns entgegenfährt. Und wenn es nur rechts die S-Bahnen sind, aber auch Güterzüge, ICEs, Regios. Wobei die hätten uns auch vorher schon entgegenkommen können, beziehungsweise Regios sind uns ja wirklich entgegengekommen. Also sind wir einfach mal gespannt, was uns hier noch so an Verkehr erwartet. Und dann in Köln wird es nochmal krass, also da sind auch viele ICEs in der Abstellung und so. Da gibt es auch vor allem für den ICE 1 viele Dienste, wo man Züge bereitstellen oder wieder abstellen soll. Hier kommt uns jetzt der ICE 3 entgegen, 3M. Da gucke ich mal, ob wir hier nicht ein schönes Bild machen können mit Jung und Alt sozusagen auf einem Foto. Mal kurz gucken. Ja, das ist doch super. Und offensichtlich leuchten unsere Lampen doch, denn der ICE wird ganz schön angestrahlt. Aber da würde ich, glaube ich, nochmal ganz kurz schnell... Oh, das war fast schon zu weit, aber auch nicht schlecht. Wir sind ja sowieso am Überholen. Ja, das Bild nehmen wir doch mit. Das Bild nehmen wir doch mit. Das lassen wir uns nicht entgehen. Ich muss mal kurz gucken, dass ich das noch in eine richtige Pose bringe. Sehr, sehr schön. Das gefällt mir. Das nehme ich ganz genau so. Supi. Gut, weiter geht's. Wir kommen langsam auf die 200. Wir sind schon ganz flott unterwegs hier mit unseren 183. Wie gesagt, wie die LZB hier funktioniert, bin ich mir immer noch nicht sicher, aber es zeigt hier ja was an. V soll und V ist. Aber solange sich das nicht reduziert, können wir das natürlich nicht ausprobieren oder nicht rausfinden. Das müssen wir dann gegen LZB Ende irgendwann gucken. Inwiefern er uns runterbremst oder ob ich es dann doch nochmal selbst machen muss. Bin ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt. Ja, 200, so. Versuch's mal so ein bisschen auszupendeln mit der Fahrstufe. So, dann bremsen wir wieder ein kleines bisschen sogar runter. Das passt ganz gut. Wir sind ja ein bisschen drüber. Und jetzt gucken wir uns das nochmal von außen an. Die 103 in Transient World mit 200 km/h. So, jetzt können wir ein bisschen höher gehen. Sind jetzt, glaube ich, ganz gut eingependelt. So. Und dann fahren wir gleich über Horrem. Und ich denke mal, dass dann unser nächster Punkt dann auch Köln Hauptbahnhof unser nächster Halt sein wird. Denn weit ist es von Horrem nicht mehr. Bis nach Köln. Bis zum Hauptbahnhof. Geht gut voran hier. Mit dieser wunderschönen alten Baureihe. Kilometer noch nach
Koblenz hätte ich fast schon gesagt. Ich meine aber natürlich Horrem. Koblenz, mein Gott. So ähnlich, ja. So ähnlich kann man das sagen. Na, ist schon ein schickes Teil. Ist schon ein schickes Teil. Rheingoldwagen wären jetzt natürlich auch nochmal schön dazu, wenn wir das hier schon in Rheingoldlackierung haben, die Baureihe. Und die nächste S-Bahn. Die kommt uns aber nicht entgegen, sondern die werden wir jetzt hier ganz frech überholen. Und uns den Weg weiter nach Köln bahnen, der heute aber nicht so kompliziert zu sein scheint bis jetzt. Mal gucken, was in Köln gleich noch so alles passiert. Bis jetzt sieht das ganz entspannt aus. Unseren Zwischenhalt in Düren haben wir ja schon erfolgreich hinter uns gebracht. Und jetzt fahren wir hier durch Horrem. Und da ist rechts wieder eine S-Bahn. Und ein Regio, den wir jetzt überholen werden hier. Das machen wir doch gerne. Da fahren wir lächelnd vorbei. Genau diese Regio dürfte uns auch am Anfang ein bisschen aufgehalten haben mit den Signalen. Wobei das jetzt auch keine riesigen Probleme gemacht hat. Also wir mussten ja nicht, wir mussten ja nur kurz vor Düren dann einmal anhalten. Ansonsten lief es trotz allem reibungslos, auch wenn wir im Head-Up-Display immer sehen konnten, wie das gelbe und rote Signal sich vor uns her verschiebt. Also wir fahren noch über Köln Approach, also wahrscheinlich irgend so ein Wegpunkt, der uns aufs richtige Gleis führt. In 14 Kilometern, aber das heißt, dann sind wir auch ziemlich schnell demnächst in Köln Hauptbahnhof. Söhnchen, Popüchen. Da kommt noch eine Hamsterbacke uns entgegen wieder. Die dritte schon heute. Sehr schön. Ja, jetzt geht's den Berg runter. Das merkt man direkt. Schalten wir Leistung wieder weg. Ja, Bremse würde ich auch mal weglassen, aber wir rollen ja so noch ein bisschen aus tatsächlich, obwohl es runter geht. Ja, wobei, kaum irgendwie. Dann löse ich nochmal, nur ein bisschen gebremst. So. 160 sagt die LZB. Sie tut aber nichts. Kann jetzt nicht sagen, was das bedeutet, ob sie noch irgendwann zuschlägt, sobald wir dem näher kommen. Aber er hat jetzt Frau Soll auf 160 gestellt. Aber wirklich bremsen sehe ich die Baureihe jetzt noch nicht. Aber ich achte mal drauf, wann wir 160 fahren müssen. Vielleicht wird die Bremse ja doch noch mal ein bisschen angezogen hier von der LZB. Ansonsten erklärt mir gerne mal in den Kommentaren, wie das hier funktioniert. Denn mir kommt das gerade irgendwie nicht richtig vor. Aber ich habe jetzt hier auch keine andere AFB gefunden. Oder keine AFB an sich gefunden. 3,6 Kilometer, dann ist die 160 am Start. Er bremst ein bisschen ab, aber ich glaube, das hat nichts mit irgendeiner LZB oder so zu tun, sondern ich glaube, der bremst einfach nur, weil ich hier keine Leistung mehr aufschalte. Ja,
schon geht's, kaum geht's bergab, schon bremst er nicht mehr so hart. Dann stelle ich jetzt doch mal die Bremse ein. Wobei wir sind noch weit weg, ehrlich gesagt, von den 160. Vielleicht tut sich ja doch noch was, einen Kilometer vorher oder so. Aber offenbar eher nicht. Das heißt, ich ziehe dann doch die Bremse selbst an. Und gehe auf die 160. Da links stehen ein paar Güterwagen. Oh, Bremse ist gelöst. Wir wollen trotzdem ziemlich, wir werden immer langsamer. So, die AFB meckert wieder irgendwas. 70 ist V-Soll. Dann stelle ich die Bremse mal auf 20. Dann haben wir es auch bald schon geschafft, hier nach Köln zu fahren. Da vorne sehe ich am Horizont eine S-Bahn. Die fährt uns aber, glaube ich, davon eher. Wobei, die hält da natürlich in Ehrenfeld. So, ich löse nochmal, denn ich glaube, auf die 70 kommen wir dann ganz gut. Da steht noch eine 425 im Bahnhof links. Auch sehr schön. Auch sehr schön. Rechts die 423, links die 425. Wunderbar. So, 70 wird angekündigt. Dann stelle ich hier nochmal auf 40. Wir müssen wieder nichts bestätigen. Ach ja, weil wir noch in LZB sind, richtig. So, ich löse jetzt schon mal. Wir bremsen eh viel zu stark. Mal gucken, wie weit er runter geht. LZB Ende, das kann ich aber bestätigen. Das funktioniert. Da oben kommt wieder eine S-Bahn. So, dann bleibe ich mal auf der 70. So, und da sind wir immer noch in der LZB. Ne, wir sind noch nicht raus. Ich wollte gerade sagen, da sind wir raus, aber das stimmt nicht. So, einmal um die Kurve. Und hier ist jetzt schon wieder gelb. Das müsste eigentlich ein 1000-Hertz-Magnet sein, aber auch der funktioniert nicht. Achso, auch das ist wieder natürlich... der LZB geschuldet gewesen. So, und hier ist ein bisschen ICE-Abstellung angesagt. Das war das, was ich erwähnt habe. Oh, und dann kriegen wir doch grün. Löse ich mal die Bremse. Und so sieht das Ganze hier aus. Wenn die Abstellung ein bisschen für ICEs genutzt wird, was hier in diesem Community-Fahrplan getan wird, dann ist hier ein bisschen was los im Depot. Man kann, wie gesagt, die Depot-Runs auch fahren. Jetzt mussten wir tatsächlich mal den Wachsam-Taster betätigen. Spannend. Ich glaube, ich gehe nochmal hoch auf 60. Wobei, nee, 300 Meter sind es 40 und dann ist sogar noch rot. Also da muss ich dann wohl doch nochmal die Bremse reinhauen. Magnet schlägt auch an. Der Dom ist schon zu sehen. Oh, bitte lass uns nicht über das rote Signal fahren. Nein, das reicht. Mit einer Schnellbremsung reicht das locker. Dann löse ich die schon mal wieder so ein bisschen. Bevor wir wahrscheinlich gleich los dürfen. Wir haben noch 4 Minuten Zeit, um unseren Halt hier fahrplanmäßig zu erreichen. Und vielleicht fährt da ja noch ein anderer Zug erst ab.
Man weiß es nicht, ja. Aha. Da kommt ein interessanter N-Wagenzug mit einer 204. Das kann sich sehen lassen. Das kann sich doch wirklich sehen lassen. So einen Zug lassen wir gerne vorbei. Wäre interessant, ob er die Wagen nur in die Abstellung bringt oder ob der auch wirklich im Dienst ist mit der 204. Wahrscheinlich werden die Wagen gerade eher in die Abstellung gebracht. Sitzt auch niemand drin. Aber das heißt ja nichts. So, machen wir wieder ein bisschen Tempo. Wir dürfen hier ein kleines bisschen und ab dem Signal hier sollten wir auch 40 fahren dürfen. Ne, so ist es nicht. Das heißt, wir bleiben bei 20. Wir haben ja aber auch noch 2,5 Minuten. So, da fährt der nächste Regio ab in Köln Hauptbahnhof. Sieht sehr schön aus. So, jetzt dürfen wir 40. Und die werde ich schon noch mal kurz ausnutzen, damit wir hier auch wirklich ankommen. Oh, hier links fährt ein Dieselzug wieder aus. Also ist schon ein bisschen diverser der Verkehr hier auf diesem Spezialfahrplan. Und wir fahren jetzt hier nach rechts auf Gleis 2. Und kommen hier eben mit unserem Sonderzug an. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Und Kollegin, Kollege übernimmt dann bis nach Koblenz den Sonderzug. So, 500 Hertz Magnet schon aktiv, deswegen gehe ich mal runter auf ungefähr 20. Ich löse aber nochmal schnell, damit wir hier auch wirklich bis vorne ranfahren. Wobei mir das schon ein bisschen heikel ist mit dem roten Signal da vorne. Also vielleicht lasse ich den mal auf Minimum hier. Und ziehe, glaube ich, jetzt schon mal die Bremse dann doch an, weil ich jetzt hier auch nicht ins rote Signal huschen möchte. So. Dann können wir die Türen auch entriegeln. Und dann haben wir diesen Sonderzug hier exzellent nach Köln gebracht. Wir können mal kurz rumgucken hier. Fahrplantechnisch ist auch wieder fast jedes Display aktiv. Also Gleis 1 haben wir RB24, RB48. Hier haben wir IC, RE 9 und 7. Hier drüben haben wir bitte nicht einsteigen, ein ICE und ein ICE 17 nach Frankfurt-Main. Hier haben wir jetzt den Regio nach Euskirchen. RB24, da kommt ein ICE noch an, ein RB38 fährt hier ab. RE22, RB27, RE1, RE7 und hier natürlich die S-Bahnen. S12, S19, S11 und S19 können wir jetzt hier gerade erstmal auf den ersten Blick erhaschen. Und es fahren tatsächlich auch Baureihen 101 mit IC-Bespannung, egal ob mit Expert oder ohne. Die sind hier auch eingebaut und bringen hier sozusagen ein Thales-Replacement rein. Also die fungieren als Ersatzzug für den Thales zwischen Aachen und Düsseldorf. Das heißt, man kann den Abschnitt hier Köln-Aachen mit dem IC fahren, mit der Baureihe 101 und den IC-Wagen oder mit dem Steuerwagen von der Expert-Version. Und da eben so tun, als wäre das ein Ersatzzug für den Thales zwischen, zumindest auf dem deutschen Abschnitt. So, und das war's sogar schon für diese Strecke. Ein schöner kleiner Express-Run. Ich werde da bestimmt nochmal die ein oder andere Fahrplanoption hier spielen. Nicht nur in diesem Fahrplan, sondern vielleicht auch bei Bremen-Oldenburg und Wuppertal-Hagen. Vielleicht gibt es ja auch noch ein paar andere neue Fahrpläne in Zukunft aus der Community. Da werde ich gucken, dass ich auf dem Laufenden bleibe. Und wenn es da was gibt, werde ich hier auf jeden Fall eine Folge dazu aufnehmen. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.